So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Test Drive Unlimited 2. Genau, wir machen heute weiter mit unserem wunderschönen Bugatti Veyron. Genau, wir sind nämlich heute dabei, die A1 Elite zu fahren. Die haben wir nämlich heute als nächstes Ziel auf unseren großen letzten Liste dieses Spiels. Also, wir gehen jetzt wirklich schnell, knallhart zum Finale hin. Oder auch zum Ende, sagen wir, es klingt einfach besser. Und wir fahren so, da brauche ich auch noch nicht bei GPS. Das ist auch mal ganz toll kühn und fahren ohne GPS zum Ziel. So, Motor an. Und wir werden jetzt mal die A1-Elite-Meisterschaft angehen und dort ein paar Gegner und wie wir das halt kennen, typisch halt, wir ownen immer. Wir kennen nichts anderes als ownen und fertig machen und manchmal failen. Und failen ist sowieso immer die Hauptsache in meinen Let's Plays. So weit war es doch jetzt auch nicht weg. Ah, davon ist es doch schon. So, und ich werde das jetzt im Sprung treffen. Fuck. Oh, oh. Natürlich fahren davon die Cops und ich springen im scheiß LKW rein. Danke, so. A1 Elite beitreten. Rival ist Stuart Venturi. 900.000 gibt es und 8 Herausforderungen. Gibt es ein Eliminationsrennen? Yep, das werden wir wieder als Ende fahren. Richtig. Weil wir das nämlich dann viel einfacher haben. Wir werden erstmal hier das Radarrennen auf dieser kleinen abgeschiedenen Halbinsel, weil die ja noch verbunden ist, fahren. Ja, 10.000 gibt es dafür. Nette Menge Geld, die wir eigentlich nicht mehr brauchen, weil wofür? Aber naja, 5 Radartore gibt es, die wir abjuckeln müssen. Und ich kommentiere heute irgendwie total anders als sonst. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Und natürlich steht wieder hinten, ja, ist klar. Spielst voll unfair gegenüber mir, mein Gott. Ach, die fährt ein Enzo. Doch so dezent ist die Frau. Ja, bodenständig, wenn ich das. Ja, sagt gerade der Typ, der einen Bugatti wieder unterm Arsch hat. Ist ja viel billiger, ja, ja. Was hat's irgendwelche Probleme? Besser, du bist der Lusche. Genau. Holt nicht genug Schwung. Fuck. Schwung oder so. Nee, nee. Wir bringen einfach voll Kanüle voll auf der Wiese ab. Warum auch nicht? Warum sollte man es nicht tun? Naja. Zwei sollte ich jetzt mit ziemlich viel Speed holen. Ja, ich versuche jetzt erstmal die 3 zu kriegen. Ja, ja, macht ihr mal. 3 werden wir uns nämlich jetzt gezielt holen. Naja, das war eher gezielt, den Busch holen, aber... Ihr versteht... Alter, jetzt... Komm hier durch. Alter! Komm jetzt vor rückwärts! Komm schon. Nee, keine Le- Das ist nicht dein Ernst, das ist ein Leib. Versau mir gerade das ganze Rennen, weil ich will zu 3 juckeln. So, geht doch. So, führen wir hier auch. Das ist auch ziemlich deutlich. Nein, ich will zu Form. Kacke. Wo ich gerade zu 4 bin, da dreht die Karre sich. Egal, holen wir halt ein bisschen Speed jetzt hier. Wir müssen hier noch nicht mal die 5 groß haben, weil ihr seht, die haben die nur 100. Hoppala. Haben die ja gerade mal 119 drauf gekriegt. Deswegen reicht es, wenn wir jetzt bei der 4 viel Speed rauskriegen und sie da überholen. Dann sollten wir insgesamt doch eine sehr gute Durchschnittsgeschwindigkeit haben. Außer uns hauen die Gegner jetzt gleich voll weg, was ich gerade echt Schiss vorhab. Zack, jetzt können wir auch die 5 Player noch holen. Das sollte drin sein, das Rennen. Also, was sollten wir in der Tasche haben? In der Tasche. If we have it in the Tasche, we can win the Rennen. With our cool car. So it is very beautiful. Aber auch hier. Selbst wenn wir mehr Speed gegangen wäre ich da jetzt nicht gerade so übermäßig Offroad gefahren. Aber naja. So, wir können uns jetzt hier mal ganz deutlich auf die Straße stellen. Und den Wagen beantworten. Wir können den Wagen beantworten. Nein, beobachten oder anschauen. Betrachten, das ist das richtige Wort. Nur ein bisschen. Die 40 km/h mehr Durchschnittsgeschwindigkeit. Das bisschen. Also, es geht ja noch. Haben wir ja nicht abgezogen oder so. Nee, also, das ist so wie normal hier. So, weiter geht es. Wir gehen jetzt einfach mal links rum, weil wir cool sind. Scheiße, ob Uhrzeiger sind. 7,2 Kilometer, ist ein anderer B-Rennen. Wieder gibt es 10.000 und wir dürfen diesmal als Erster starten. Im Normalfall, weil wir haben ja die meisten Punkte. Starten wir als Erster. Außer das Spiel ist unfair, lässt mich einfach mal nicht. Ach, gut. Wir sind wieder live dabei bei der Solar Crown mit all ihren Lieblingsfahrern. Let's Play Noob, LPN, Lukas. Stuart, sie sind alle hier und los. Also nicht, dass das alles die 3 gleiche Personen wären. Nein, es sind 3 Persönlichkeiten einer Person.
die ziemlich schizophren manchmal ist und mit ihrem PC quatscht. Und denkt, manche Leute hören das auch noch zu. Gibt's gar nicht, ne? Ja, Lukas, du redest wieder mit dir selber. Und dem Bildschirm. Aber der Bildschirm, der antwortet. Ja, das ist Windows, das kann antworten, wenn es möchte. Nur meins möchte nicht. Es mag mich nicht. Alter, zieh doch nicht rüber, wenn ich da gerade vorbeiziehe mit fast 300. Wow, 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 wow. Stuart, kannst du mal ein bisschen Vollflieger fahren da vor mir? Hilfe! Schon wieder Schlaganfälle während der Fahrt. Mein Gott. Spastische Zuckung. Das ist voll das Behindertenspiel. Also nichts gegen Behinderte, aber die Fahrer sind manchmal echt so drauf, als würden sie plötzlich während der Fahrt irgendwie Zuckung kriegen. So epileptische Anfälle. Zu viele Anzeigen! Zu viel Farbe. Ja, wundervoll die Kurve gefahren. Schön die Leitplanke genutzt. Andere nutzen die Curbs. Ich nutze Leitplanken. Ist viel cooler. Wenn ihr wüsstet. Oh, Alter, geh weg. Such dir Freunde! Das war mir so klar, dass das nicht passt. Ach, scheiße. Komm hier wieder rüber. Okay, er baut auch einen Unfall, dann passt das natürlich sehr gut. Der auch. Also die, das war eine die, das ist noch, hat noch ein Geschlecht. Aber genau in dem Moment, wo ich rausrutsche, baut er einen Unfall, der nächste, der kommt, die Möglichkeit hätte, mich zu überholen. Wohlgemerkt, er hätte die Möglichkeit, Erster zu werden, baut in diesem Moment einen Unfall. Also wenn man da nicht von KI-Aussetzern sprechen kann, dann... Alter! So viel zum Thema KI-Aussetzer, was soll der Scheiß? Amok-Fahrer hier. Nee, 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 nee. Scheiße, ich bin gearscht. Nee, nee, wow. Noch können wir gewinnen. Kann ich gewinnen, noch kann ich gewinnen. Komm, zieh, Bugatti. Lichthupe. Aber, ja, so viel zum Thema KI. Also, habt ihr gerade den Amok-Fahrer gesehen? Ich war auf meiner Seite und er zieht vollkommen rüber. Also ich bin dann auf die andere Seite, weil er rübergezogen ist, aber naja. Was ist das denn hier für ein Cheese? Das ist ja nicht nur Mehl. Nur Mehl? Normal. Normal ist das. Normal, ja. Es ist ein Mehl und ein Mal ist was anderes. Also behaupten manche. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Also es ist so eine Saga. So eine Saga, so ein Mythos, meine Gott. Wie sag ich mal, meine Gott? Wo kommt das eh her, hä? Also irgendjemand vergessen seinen Sätzen immer das E und deswegen schlug ich das auf. Ist nicht cool. Müsst ein bisschen aufpassen mit eurer Rechtschreibung, ne? Sonst leidet meine Sprache. Motor angemacht, tja. Direkt das laute Grün des Bugatti übertönt alles. Boah, was ein Traumstart. Und dann ist wieder ein Rundkursrennen und es werden jetzt wieder enge Kurven kommen und ich wieder natürlich mit meinen besagten fast 400 durch irgendwelche Kurven ballern möchte, dann ändert das meist an den Rundfahrt. Obwohl, geht gerade, ja. Das Geile ist, die Strecken können sonst wie lang sein. Mit einem Bugatti Veyron, wenn man den fährt, ist das Rennen überhaupt nicht lang. Weil wegen dem Speed, den man drauf kriegt, fährt man diese Rennen einfach so übel schnell ab, das ist nicht normal. Oh, the boys. The Girls. Nee, Choice. Oh, nicht Choices. Girls, hab ich gedacht, kommt da. War ich irgendwie All the Boys, All the Girls? Ich meine, das kam doch in dem Lied. Dann kam das in einer anderen Phrase. In einer anderen Textstelle. Wie die Laien sagen würden. So. Hier kommen wieder so ein bisschen noch engere Stücke, aber man kann eigentlich recht gut, ziemlich gut diese Strecke durchfahren, finde ich. Also die ist doch sehr in Ordnung. Ich möchte schon verlauten lassen, dass diese Strecke mir mundet. Und dass sie einen sehr guten Eindruck hinterlässt. Vielleicht werde ich die nächste Kurve gleich nicht mehr kriegen können, wenn wir jetzt gerade auf unserem Tacho achten. Das ist nicht gut. So, jetzt sollte ich langsam mal in die Eisen gehen. Oh, ich liebe diesen Wagen. Er ist einfach traumhaft zu fahren. Also kein Wagen hat so ein geiles Handling wie diese Karre im Spiel. Kein Scherz.
Zumindest habe ich ja keinen anderen Supersportwagen gefahren, aber trotzdem. Oh, shit. Ne, auf jeden Fall, ich finde, der liegt sehr gut, hat einen richtig geilen Speed und eine Beschleunigung, die ist eh jenseits von gut und böse, der Wagen hier. Jetzt fahre ich gerade ab. Ja, richtig scheiße. Schon mal aufgefallen, wenn ich wieder ein Thema anschlage, wo ich nachdenken muss, dann baue ich Unfälle. Also wisst ihr, wenn ein Rennen fehlerfrei läuft, ist das Thema total sinnlos und ich denke überhaupt nicht darüber nach, was ich sage. Jetzt ehrlich, ich habe schon wieder nachgedacht. Endet meist daran, dass meine Finger so komisch zucken und ich einfach von der Strecke rutsche. Ja, links abbiegen, das ist klar. Wo soll man da hinten auch bitte rechts? Leitplanke ist jetzt nicht unbedingt so eine gute Alternative gegenüber gerade Straße. Also kurvige Straße ist es eine Kurve, sonst wird man nicht nach links abbiegen. Ich weiß, Klugscheißer, könnt es lassen, danke. So, und letzte Runde. Schon mal gemerkt, das Rennen, wir haben Rennen gefahren. Wir fahren gerade ein Rennen, das merkt man mit dem Bugatti nicht, ich merk's. Also, der hypnotisiert einen. Mit seinem geilen, breiten, knackigen Motorsound. Ja, ich habe mich noch gerettet, obwohl Motorsound in diesem Zusammenhang mit diesen Adjektiven überhaupt nicht passt. Aber ja, hat irgendeiner meiner Sätze schon mal jenseits mit dem vorherigen zusammengepasst oder irgendwelche Wörter miteinander? Ich kombiniere meist frei raus irgendwelche Wörter, Joghurt, die nicht zueinander klappen. Ja, gemerkt? Ich habe das Wort Pudding eingebaut. Eigentlich habe ich das Wort Joghurt eingebaut, aber... So, ja, da war ich auf dem Desktop geflogen. Und jetzt... Hä? Warte mal. Hä? Wie bin ich nur Erster? Die KI spackt gerade voll rum. Geil. Haha. Also, Tipp. Lass dich von einem Programm auf den Desktop knallen. Dadurch schießt er von der Strecke runter und die KI hat keinen Plan mehr, wie sie zu einem Checkpoint findet und rast einfach quer durch die Wiese, wo sie automatisch vom Spiel zurückgesetzt wird. Ja. Normal hätte ich jetzt nochmal im Normalfall, wäre ich jetzt hier nicht mehr Erster. Weil ich gerade so was von Zeit verloren, aber gut. Gut. Hä? Gut, die bleiben einfach stehen. Die fahren nicht mehr weiter. Hä? Die fahren nicht mehr weiter. Cool. Ich hab das Spiel verbuggt. Ich finde schon, ich hab können. Ich hab's wirklich geschafft, dass die KI einfach aus. Also Ausschalter von der KI ist einfach im Desktop fliegen. Gut. Ist gut zu wissen. Wissen wir schon mal für die nächsten Male. Also, es gibt ja nicht mehr so viele Male. Es gibt nur noch den A1-Pokal und von dem einen und dann noch irgendwie einen. Ich glaube, das packen wir nächstes Mal in eine richtige Hammer-Finalfolge rein, alles. Damit er so busch. Ist so richtig overpowered, total viel. Was für ein Gerangel. Offensichtlich legen sich die Wilder-Brüder mal wieder mit Stuart an. Der Druck dieses Wettbewerbs zeigt sich nun immer deutlicher. Also, die letzte Folge wird auf jeden Fall so richtig Hammer, nur Cups. Und da richtig viel. Also, na gut. Ich werde danach total keinen Bock mehr auf Testwurf haben, weil wir da wirklich über eine Stunde Part oder sowas haben. Aber für ein Finale finde ich das gar nicht mal so schlecht, ne? Für ein Finale muss man auch ein bisschen was Besonderes machen. Da muss man mal. Hallo, da muss man hier extra Packung DDU. Total dumme Unterschriften. Ja, mir fiel nichts für U ein. Ne, total dumme Unterbodenbeleuchtung. Das hat gar nichts mit dem Spiel zu tun. Das haben sowieso meine ganzen Sätze und die Themen, die ich hier rede, überhaupt nicht. Und deswegen, hey, scheiß drauf. Wir können labern, was wir wollen. Es kommt immer gut bei euch an. Hört mir sowieso mal so auf. Also, ich könnte hier über Exkremente eines Hundes reden und ihr würdet euch einen Ast drüber abfreuen. Das ist jetzt voll gedisst, aber naja. So sollte das nicht klingen. Ich mag euch ja sehr gerne. Scheiße. Was haben wir gemerkt? Richtig, wir sind noch auf falscher Straßenseite. Was haben wir danach gemerkt? Wir hätten gerade noch rübergekommen. Was haben wir dann gemerkt? Da war eine Leitplanke, wir sind nicht mehr rübergekommen. Schlussfolgerung, wir sind einfach zu blöd, um zu checken, wo wir fahren. Weil wir uns wieder durch sinnlose Themen wie Exkremente, meine Fresse, ablenken und überhaupt nicht mehr richtig darüber nachdenken, was wir gerade tun. Aber ich glaube, diese sinnlosen Kommentare, das ist so mein Stil, den ihr mögt, ne? Also, könnt ihr mir ja drunter schreiben, was macht mein Stil besonders? Dieses total sinnlose, niveaulose Hintereinanderreimen von Wortkombinationen, die im Normalfall Sinn ergeben. Manchmal. Also, nicht immer. Ich habe ja nie behauptet, dass meine Sätze sinnvoll sind. Obwohl, ich glaube sicher schon, ne? Tja, ich revidiere meine Aussagen. Also, die ich damals getroffen habe. Damals war ich noch jung und unverbraucht. Was verdammt falsch klingt. If you know what I mean.
Damals habe ich noch gedacht, durch sinnvolles Reden und vernünftige Themen schaffst du dir eine große Abonnentenschaft. Ich habe aber mittlerweile gemerkt, du musst nur Scheiße labern und Rennspiele machen und schon abonnieren dich Leute. Ja. Also, ich finde mein Konzept ziemlich gut. Es klappt ja auch einigermaßen. Also, man kann ja nicht sagen, dass ich total Misserfolg mit meiner Strategie habe. Zwar nicht den super, hyper, tollen Erfolg, aber man kann da schon, da kann man mitarbeiten, ne? Ja, möchte. Ich möchte nicht so oft, aber manchmal tut das dann doch schon. Das ist Langeweile. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nee, versteht ihr nicht? Ich kann es euch leider auch nicht erklären, weil ich weiß gerade selber nicht, worüber ich rede. Die ganzen Gedankenzüge verknüpfen sich heute nicht. Die wollen nicht. Sind tot. Spielen tot. Ich hab den Ball. Es ist wie so, meine Gedanken sind wie Hühnchen. Hühnchen, ja. Wie Hühnchen. Wie Hühnchen, den kannst du was beibringen. Ja, ich hab Hühnchen in meinem Kopf. Andam klatschende Affen, ich hab Hühnchen. Lecker halbe Hühnchen. Sinnlosigkeit abgehakt, das schon zu mehrfach. Wir haben auch Witze über Rassismus, Blondinenwitze, das muss alles noch mit. Scheiße. Wow, das war knapp. Komm wieder auf der Straße, danke. Das müssen wir alles noch reinbringen. Mein Gott, so viele Sachen, die wir hier machen müssen. So viele Randgruppen beleidigen. Das schafft keiner in seinen Let's Plays. Ohne da groß irgendwie eine Anklage zu kriegen. So. Hätten wir das Rennen auch abgehakt. Ich glaube, eine Sache haben wir noch. Jetzt haben wir 12 Punkte Vorsprung. Ich muss gleich nochmal gucken, wie viel der Erste bekommt. Weil ich kann ja gucken, wann wir beim Eliminationsrennen rausfahren müssen. Rausfallen müssen, so ist richtig rum. Ah, wir haben noch einiges vor uns. Noch ein Rennen. 11 Kilo. Alter! Schickt uns doch komplett durch die Karpaten! Obwohl, ich hätte mal letztens gesagt, dass diese Rennen überhaupt nicht lang fühlen mit dem Bugatti, ne? Naja, stimmt auch eigentlich, aber trotzdem, 11 Kilometer sind auf dem Blatt viel. Da steht 11 und eine 11 ist über 10 und über 10, das sieht groß aus. Deswegen ist auch der Bugatti Glück so teuer, weil er über 10 ist. Ja. Ich krieg den Motor nicht an. Ah, doch, da ist er. Da, ich hab ihn gefunden. Der war so in der hinteren Ecke des Autos. Der war ganz hinten, der war am Arsch. Steht der Heckantrieb am Arsch. Nee, war nicht scheiße. Gut. Stuart gibt gerade ein bisschen viel Gas, findet ihr nicht? Sollen wir Stuart nicht ein bisschen ausbremsen? Oder sollen wir ihn ein bisschen anschieben, damit er noch mehr Tempo draufkriegt und Stuart irgendwann die Kontrolle verliert, weil er sowieso schon spastische Zuckungen am Lenkrad hat? Stuart, darf ich mal... Hallo? Oh. Wenn er jetzt bremst, knallt's. Ich kann nichts dafür. Ich bin direkt hinter ihm. Er muss nicht bremsen. Tschüss. Tschüss. Wow. Alter. Kleiner... Penner! Ist ja voll die Assika. Ihr habt ja mal gemerkt, wie der mir einfach mal gegengehalten hat. Naja, der weiß, wie er fahren muss. Das heißt jetzt eigentlich so viel, ich wüsste es nicht, aber naja. Ich bin ja fast durchs Spiel durch, also so ein bisschen Ahnung muss ich ja davon haben, was ich hier tue. Ein bisschen. Also man muss nicht viel haben, es reicht schon ein bisschen. Wuhu! Oh, ja, Mission Achieved, ramm das Schild, was nicht wegrammbar ist, im Sprung. Dass der Gegner wieder vorbei kann. Das war jetzt mal richtig fail. Sag ich, dann die Crashen, das ist so geil. Bumm, puff, runter. Das ist wie so ein Comic, kennt ihr auch, wenn ihr irgendwo gegenknallt oder so, der Block und oder der Boden unter ihm weg ist, bleiben sie erst noch so ein paar Sekunden stehen, dann fallen sie so prompt runter. Ungefähr so ist das hier in dem Spiel auch. Außer dass es kein Comic oder ein Cartoon ist, aber trotzdem die Hersteller es irgendwie nicht ernst nehmen, eine vernünftige Physik hier reinzuknallen. Hau mal ab, Test mit deinem schwarzen Auto. Hallo, hallo Mama, Platz jetzt hier! Toll! Dumme Kuh! Ja. What the fuck? Nee, what the fuck? So viel zum Thema realistische Questphysik. Erst recht, wo ich hier hinten drauf geknallt bin, dann wo die andere abgeflogen ist, wirkt alles so realistisch! Mein Gott, ich fühle mich einfach, scheiße. Fuck. Ich fahre, das Rennen ist schon so ein bisschen scheiße gerade, ne? Tschüss. Ach, du hast so langsam geredet. Dankeschön, ich habe jetzt alles mitbekommen. 11 Sekunden, oha. Gut, das Rennen können wir ein bisschen abhaken. Aber, was ich jetzt sagen wollte, das fällt mir nämlich gerade nicht mehr ein. Aber wie gesagt, ich denke eh nur alle 2 Sekunden. Ah, scheiße.
Die Crash-Physik ist einfach nur Hammer. Also da denke ich mir auch manchmal, was hat man den Typen gegeben? Gummihammer jeden Morgen? Guten Morgen, bam, schön. Nee, nicht Gummihammer, Vorschlaghammer in die Fresse geschlagen. So, das ist ihr Crash. Alter, was ist denn los hier? Das ist ihr Crash-Physik, so müssen sie das bitte auch im Spiel umsetzen. Und die haben sich jeden Morgen Comics reingezogen, was irgendwie die. Scheiße, ich bin Dritter. Was irgendwie die falsche Methode war. Naja, wir werden nur Dritter, schon mal aufgefallen. Boah, mein Gott, bin ich schlecht. Also schlecht im wörtlichen Sinn, also wirklich schlecht. Aber naja, komm, es geht trotzdem klar, wir haben immer noch 8 Punkte Vorsprung. Und hauen wir angekloppt auf unsere Lenkrad, weil wir ja bisher nicht Kraft haben, dass es eine Hupe ist. Kommt auch nicht blöd, wenn du so ein Rennen verloren hast. So, Tempo. Distrikt allerweil. 140 km/h ist unsere Geschwindigkeit, die wir halten müssen. Müssen wir uns gleich mal kurz umgucken, wo wir überhaupt vernünftig langfahren dürfen. Das ist mir die Frage. Sich seinen Weg durch den Verkehr bahnen bei 300 Meilen pro Stunde. Das heutige Hochgeschwindigkeit. 300 Meilen pro Stunde, Madame. 300 Meilen. Ich find's eh immer geil, wie die Frau betreibt. 300 km/h ist ja schon schnell, nur 300 Meilen? Schafft der Bugatti nicht so ganz. Wohlgemerkt, der Bugatti schafft das nicht ganz. Ich meine, die Frau hat so ein bisschen keine Ahnung von Geschwindigkeiten. Bestimmt die Typen, beziehungsweise die Typen, die das Skript für ihre Stimme geschrieben haben. So. Du musst auf Gas gehen, damit wir keinen Unfall bauen und wieder voll drauf treten. Problem ist, wir haben die Strecke, die wir jetzt haben, befindet sich hier großteil in der Stadt. Deswegen hier gerade komplett gerade Strecken zu finden, ist nicht möglich. Man muss immer mal wieder zwischendurch abbiegen, was natürlich Geschwindigkeit kostet. Wohlgemerkt, wir sind gerade mit 200 die Kurve abgebogen. Ich meine ja nur mal. So, wir verlieren Geschwindigkeit. Ja, stimmt, von 300 auf 200 ist schon ordentlich, aber trotzdem, das bringt es ja nicht so viel. Und normal sollten wir das gewonnen haben. Ja, war klar. Wie deutlich? Ziemlich deutlich. Wie gut sind wir? Ziemlich gut. So, beim nächsten Rennen müssen wir dann gucken, wie viele Punkte wir brauchen, um im Eliminator Erster zu werden. Also nicht im Eliminator, sondern insgesamt Erster zu werden. Im Eliminator haben wir nicht das Ziel, Erster zu werden. 2 Runden Zeitrennen, 12 Kilometer. Es sieht ziemlich einfach aus, die Strecke. Ich habe das Gefühl, es sind sehr viele Schikanen drin. Also ziemlich mal zwischendurch mal stark eingelenkt. Oder ist einfach echt nur so ein Oval, das wäre cool. Passen Sie gut, da können wir jetzt echt Fullspeed geben. Könnte der Wendepunkt in dieser Meisterschaft sein. Heute kann sich keiner Fehler erlauben, denn dies ist ein Rennen gegen die Zeit. Madame, ich kann mir Fehler erlauben. Ich habe einen guten Punktevorsprung. Aber naja. Wie gesagt, die hat ja auch gerade 300 mph gerechnet. Deswegen so ungefähr, dass sie mit Punkten rechnen kann, war mir bewusst, dass das nicht geht. Da hört es eigentlich bei 3 auf und wir sind schon deutlich über 3. Gut, bei mir jetzt bei 10 auch, aber das ist egal. So, wir zum Thema Schnellfahren. Das sind verdammt nochmal Abbiegungen hier. Kacke. Obwohl, es geht sogar. Aber ohne Strafe. Gefällt mir, das gefällt mir sehr gut, weil... Naja, ich bin ja nicht so groß. Ich bin ja der große Freund, hier leicht abzukürzen. Und es gibt natürlich schnell mal ein paar Strafpunkte. Strafzeit auf die Konto. Und das ist natürlich dann nicht schön. Strecke gefällt mir sehr gut. Hier kann man echt wirklich fliegen lassen. Oh, shit. Ach, come on. Oh, Neustart. Ja, die 3 Sekunden sind jetzt weg. Darauf kannst du wetten. Da kannst du fliegen lassen. Da musst du nicht drauf achten, wie die Karre abhebt und dann plötzlich quer geht. Und man währenddessen quatschen überhaupt nicht drauf achtet. Natürlich erst im Moment, als der Wagen einschlägt. Gute Taktik nebenbei, ja. Muss man sagen. Gut ab. Bin gut. Ist umgesetzt? Ich glaube ja, ne? Naja. Muss ich nicht bezahlen. Mit dieser Einstellung gehe ich auch durch unsere Stadt. Muss ich nicht bezahlen. Mülleimer weg. Unsere Stadt. Naja, ich meine Dorf. Dorf. Es ist keine Stadt. Das ist eine Beleidigung für Großstädte. So. Jetzt mal einfach mal versuchen, hier nicht so bekloppt abzuheben. Wenn man einfach gerade springt, hüpft die Karre auch nicht mehr. Das Problem ist gerade springen. Richtig. Du Scheiße, willst du mich verarschen? Was ist denn für Hügel hier? Uah! Übertreib doch mal!
Hallo. Das ist kein Geländewagen, das ist ein Bugatti. So, nochmal. Oh, fuck. Nein. Ja, genau. Genau. Ja, setz mich doch... Alter, was soll denn der Scheiß jetzt? Da setz mich das blöde Spiel wieder... Ja, toll, 4 Sekunden Rückstand, war klar. Da setz mich das Spiel ehrlich an den Hang mit einem Bugatti Veyron. Ist ja voll der Offroad-Wagen, wie erwähnt. Wir können damit ja super Offroad fahren. Ja, du doch mehr, du mich auch, komm. Du mich auch. Jetzt heißt wieder aufholen. Sollte aber eigentlich kein Ding sein. Jetzt, wenn wir diese Fehler einfach in dieser Runde lassen, sind wir wieder Erster. Das ist nicht das Problem eigentlich. Das ist jetzt aber nur 1,5. Ich schaffe mir jetzt locker bis zum nächsten Checkmann abzuholen, ab wieder gut zu machen, dann ist gut. So gut wie gesagt. So, den nächsten haben wir es jetzt aber, denke ich mal. Höchstwahrscheinlich. Ja, das sind wir wieder am Positiven. Können wir auch ein bisschen auf Vorsicht fahren, damit wir jetzt hier keine Scheiße bauen und die Karre jetzt komplett irgendwie in den Sand werfen. Wie gesagt, würde ich ja das Eliminator-Rennen nicht so lange fahren, weil die mir immer auf den Piss gehen, weil die sich so lang ziehen. Scheiße, genau. Ah, oh, fuck, komm wieder auf die Straße. Ja, es war knapp. Ich habe gerade Schiss, dass ich gegen... Ich hatte gerade echt Schiss, dass ich gegen den Baum springe. Aber gut, ist nochmal gut gegangen. So, geschafft. Natürlich im Negativen, aber das holen wir jetzt einfach wieder raus. Ist ja kein Ding. Das ist ja mal gar kein Problem. So, haben wir sie nicht schon wieder. Tada. Ach, wie nennt man das? Skill. Ja, wie heißt das auf Deutsch? Profi. Genau, Profi heißt das. Nicht können. Alter, durch einen Checkpoint 3 Sekunden. What the... Was haben die Gegner denn da hinten für Scheiße gebaut? Ich meine ja nur, an Checkpoint in 30 Sekunden einfach mal schneller. Naja. Ja, stirb doch. So, also, wir erstes kriegt 10 Punkte, als letztes kriegen wir 0. Also, er kann maximal 10 Punkte aufholen. Gut. Wir brauchen nicht eine Runde fahren. Hihihi, wir bleiben einfach am Start stehen und freuen uns einen Ast ab. So ist gut. Haben wir zwar noch 2 Punkte nur Vorsprung, aber ist reicht. Das ist doch schön. Was sind immerhin 90 Kilometer? Kannst du mal knicken. Ich werde direkt am Start stehen bleiben und mir einen Ast abfreuen. Ja, warum auch nicht? Weil da haben wir immer noch 2 Punkte Vorsprung und warum soll ich wieder was machen? Weil die ziehen sich einfach nur, ich finde die langweilig. Ich rieche heißes Gummi auf dem... Was ist eigentlich, wenn ich jetzt stehen bleiben? Normal fällt mir die... Halt die Fresse. Halt du jetzt mal die Klappe! Fällt mir die Hälfte der KI sicher hinten rein. Wetten, bleib jetzt einfach stehen. Ich mache den Motor auch nicht an. Wie seht das noch aus? Ja. Ja, genau. Cheater. Hört ihr auch dieses komische Piepen? Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich wüsste, wo die Strecke ist. Dann würde ich da jetzt mal scheiße entgegenkommen. What you want. Unfallstrecke runter, tada. Ich wollte nur sagen, wir haben gleich die Meisterschaft. Warum ist jetzt plötzlich nicht mehr falsche Richtung? Naja. Schön war jetzt, ist ein anderer Unfall, ne? Warum plötzlich jetzt... Hä? Irgendwie checke ich diese falsche Richtung, sagen gerade nicht. Hä? Bleib einfach ganz weg oder bleib die ganze Zeit da, weil ich... Nee, entscheide ich nicht. Hard and heavy, oh yeah, if you know what I mean. Hard and heavy, ja, ja, Zwinker, Zwinker. Aber die Kürze auch so langsam am Ziel sein, wollte schon sagen, endlich, meine Fresse. Wir haben gewonnen, 100.000, ich wollte es mal so sagen.
nur 100.000 wieder dezent auf unser Konto, also fast unser ganzes Gehalt verdoppelt. Was für ein Talent. Das konnte auch Stuart nicht übertreffen. Unser Herausforderer war heute definitiv der stärkere der beiden. Gibt es irgendwas Besonderes? Ich habe alle A-Meisterschaften fertig. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben 435 Wettbewerbspunkte gesammelt. Nichts. Nichts Tolles, weil ich alle Meisterschaften durch habe. Nö. Gar nicht. Auch kein Anruf. Nee. Alter, was ist das für ein Scheißende? Ja, es gibt auch einen Pokal. Ich weiß aber trotzdem, hallo. Pfe. Mich auch. Ah, da ist der Pokal. Ah. Nee, das war der andere. Wo ist denn der neue Pokal? Hä? Ich hab doch gesagt, da wäre ein Pokal. Jetzt blöd. Das ist doch der A. Das ist der Hawaii A1. Den haben wir doch schon. Hä? Da ist hier noch einer. Ja, 1 Elite haben wir jetzt alles, ne? Haben wir jetzt echt alles? Oder ist auf der anderen Insel? Das ist jetzt gerade die Frage. Das ist der eine Pokal hier. Wir gehen mal kurz auf die andere Insel. Weil ich will mal kurz gucken, wo der andere Pokal sich befindet. Weil den wollen wir ja auch noch fahren, beim nächsten Mal, wohlgemerkt. Beim nächsten Mal fahren wir nämlich die beiden Pokale dann weg, wenn es keinen anderen mehr gibt. Boah, kommen wir bei super Wetter hier an. Die gibt meine Laune wieder, nein, Spaß. Ja, hier ist der Pokal, stimmt, da. 1 Million, ne, den haben wir schon. Hä? Ich hab gesagt, gib mir 1 Pokal, wo ist denn die Kacke? Ja. Hier gibt's nämlich keinen. Bin ich jetzt irgendwie blöd oder tue ich nur so? Ich meine ja nur. Dieser scheiß Flughafen nochmal da unten. Also es gibt gerade keinen Pokal. Mich dass ich mich keiner sehen würde. Es gibt ja den einen. Oder muss ich den erst fahren, dann schalte ich den nächsten frei. Jetzt gerade ein bisschen blöd. Schalte ich den dann erst frei, oder? Weil ihr seht hier keinen auf der Karte, oder sehe ich was Falsches. Könnt ihr mir gerne noch in die Comments schreiben, dann kann ich da wenigstens nochmal richtig nachgucken. Weil dann sehe ich das nochmal vernünftig. Aber ich sehe nur den Cup. Und es wäre natürlich irgendwie blöd. Also bitte nochmal in die Comments schreiben, ob es noch einen anderen gibt, den ich jetzt nicht gesehen habe. Oder ob ich den freischalte. Aber ihr habt gesagt, es gibt noch eine 1 für die 1-Wagen im Cup. Nur den habe ich jetzt nicht freigeschaltet. Das wundert mich jetzt ehrlich schon. Deswegen bitte mal in die Comments schreiben. Würde mich interessieren, ob es da nicht wirklich noch einen gibt oder ob ich einfach keinen gesehen habe. Naja, auf jeden Fall, ich bin der Prümpf. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder von Let's Play Test von Limited 2. Bis dann. Ciao.